Hallöchen, hier sind wir wieder. Wir spielen Kate. Und jetzt können wir endlich in diese Tür gehen, die die ganze Zeit da so schon verlockend mit verlassen uns anlächelt. Können wir sie endlich mal aufmachen. Oh. Das ist dann wohl an Leon gerichtet. Drohungen. Voller Fehler, unterzeichnet von Frank Höss. Der Mann der braunen Schatten, der Leon auf der Hütte angegriffen hat. Er hat ihn nie verziehen und verfolgte Dana während des Pogroms. In der Tat, Kate Walker. Aber die Existenz dieser Botschaft könnte bedeuten, dass sie während dieser tragischen Ereignisse nicht hier war. Wir sind nah dran, aber nicht nah genug, um Schlüsse zu ziehen. Genau, er könnte auch Leon meinen und das der Familie schicken. Also, als Nachricht. Laut diesem Brief sollte Dana also bis Dezember 1938 im Sanatorium bleiben. Offenbar gab es gesundheitliche Komplikationen. Aha. Bezahlt ist es auch. Verschlechterung. Ja, was hat sie denn genau? Kommen Sie, Oscar, wir müssen mehr Spuren finden. Ich will wissen, was sie genau hat. Sie muss doch irgendeine Krankheit haben. Habe ich irgendwo nicht aufgepasst? Das ist doch aus ihrem Zimmer gewesen. Danas Initialen. Danas Initialen. Haben wir mitgenommen, alles einstecken. Wir waren vorhin auf der anderen Seite dieser Wand, Kate Walker. Es ist, als wären wir durch einen Spiegel gegangen. Das verstehe ich nicht, Kate Walker. Vergessen Sie's. Ich rede Unsinn. Wenn Sie das sagen, Kate Walker. Das ist bestimmt ein Hinweis, dass wir da nochmal gucken müssen. Das Zimmer wurde wohl während des Pogroms der braunen Schatten verwüstet und geplündert. Ich hoffe, Dana war an diesem Tag nicht da. Ich suche besser auf der Brücke weiter. Ich habe ebenfalls den Eindruck, dass es hier nichts mehr zu finden gibt, Kate Walker. Okay. Ich dachte schon, ich hätte was übersehen. Ach so. In dem Buch steht, dass das Pogrom Anfang November 1938 stattfand. Aha. Das ist wohl ein guter Hinweis, aber ich brauche mehr. Also, gucken wir nochmal. In liebevollem Gedenken an Ackermann, Fischer, Jörg, Dana finde ich hier nicht. Da auch nicht. Keller, Meier, Oertel, ich bin nah dran. Nein, ich glaube nicht. Ich versuche besser etwas anderes. Falsch. Das Tuch. Ich hätte ja eine Münze genommen und es weggekratzt. Das sind so Flechten. Von Dana steht hier nichts.
Rose. Wir müssen ja auch Rose gucken. Otto? Pfeiffer? Was wenn... Das muss die richtige Seite sein, weil die letzte fängt ja schon mit V an. Rose, Anton und Lena, ja. Anton und Lena Rose. Danas Eltern. Oh Gott, sie wurden bei dem Pogrom getötet. Wird Dana Rose auch erwähnt? Nein. Sieht nicht so aus, nein. Aber ich muss sicher gehen. Ich glaube, das war's. Wir wissen, dass das Pogrom Anfang November 1938 stattfand. Danas Eltern, Anton und Lena, sind umgekommen. Aber Dana war angeblich damals im Sanatorium. Das scheint auch bestätigt zu sein von dieser Nachricht, die Frank Höss im Haus hinterlassen hat, Kate Walker. Ganz genau. Also sind wir hier fertig, Oscar. Nehmen wir die Tram zurück zum Gasthof. Gleich morgen früh versuchen wir, das Sanatorium zu finden. Ja. Also das Rätsel war okay, aber deren Schlussfolgerungen haben echt lange gedauert. Die könnte das Spiel hier nicht spielen. Und besonders die Siberia 1 bis 3. Das hat ja nochmal ein anderes Level am Schwierigkeitsgrad gehabt, im Gegensatz zu diesem Spiel hier. Bisher waren die Rätsel hier wilden einfacher. Also, für mich, für meinen Kopf. Die kann man ja komplett ohne Hilfe lösen, die Sachen hier. Ja, Siberia 1, 2 oder 3 alleine hätte ich keine Chance. Ich habe immer Hilfe gebraucht. Sanatorium. Ah, wir müssen erstmal zurück. Ah ja, okay, genau. So, das ist sie also. Die berühmte Kate Walker. Bitte, wie? Was? Dana Rose. Hm? Ich kannte sie sehr gut, wissen Sie? Unsere süße Dana. Rektorin? Sie warten auf die Junta? Tram, nicht wahr? Nun, Junta! Wir unterhalten uns besser im Gasthof. Angeblich zieht ein Sturm auf. Hey, Special Agent Junta, sehr wie ist es so? Sie kennenzulernen, Miss Walker. Colonel Blake. Colonel Blake oder Junta Steinhoff? Da haben Sie gut kombiniert, okay. Was? Sie sind eine kluge junge Frau. Doch Sie wollen sicher wissen, warum ich hier vor Ihnen stehe und den Nachnamen eines Offiziers Ihrer Majestät führe. Aber hier ist unsere Bahn. Wären Sie so nett? Junta ist doch jetzt bestimmt 110 oder so. Also ich habe sie an der Stimme erkannt. Wie Kate das kombiniert hat, ist sie doch nicht so langsam. Macht sie das nur für Oscar? Also, Frau Walker, Sie sind sehr still. Ich hätte gedacht, Sie hätten Fragen an mich. Nicht? Alles schon rausgefunden. Colonel Blake. Ich habe gelesen, dass Sie Ihr Prestige als Künstlerin genutzt haben, um die braunen Schatten auszuspionieren, vor und während des Krieges. Wie heißen Sie denn nun? Junta Steinhoff oder Colonel Blake? Gar nichts. Mein Name ist Janet Blake, Frau Walker. Kein Name, dem die braunen Schatten Vertrauen entgegengebracht hätten, wie Sie sicher verstehen. Also nahm ich den Mädchennamen meiner Mutter an. Meine Eltern waren österreichische Diplomaten, müssen Sie wissen.
Also waren Sie eine Art Doppelagentin? Bei Ihnen klingt das romantischer, als es in Wirklichkeit war. Aber ja, so könnte man es wohl nennen. Sie haben den Gasthof erwähnt. Sind Sie etwa der andere Gast? In der Tat, Frau Walker. Es war Frau Wagner, die mir von Ihnen erzählt hat. Als sie sagte, Sie suchen nach Dana, wusste ich, dass ich mit Ihnen reden muss. Okay. Frau Wagner sagte mir, ich solle in der Akademie anrufen. Das tat ich dann auch. Dort schickte mich der Rektor dann wiederum zur Brücke der Nebel. Und so kam es, dass ich hier entlang spazierte und nach einer geheimnisvollen Amerikanerin mit einem Gemälde fragte. Haben Sie neue Informationen über Dana für mich? Das könnte gut sein, Frau Walker. Aber wie wäre es, wenn Sie mir zuerst berichten, was Ihre kleinen Ermittlungen über Dana ergeben haben? Ich habe heute herausgefunden, dass Dana in dem Sommer schwanger wurde, in 37. Leon war der Vater. Also beschlossen ihre Eltern, sie in einem Sanatorium zu verstecken, außerhalb der Stadt. Ich nehme an, das hat sie vor der Pogromnacht der braunen Schatten gerettet. In Wagen. Da haben Sie recht. Ihre Eltern allerdings... Ja, ich weiß, dass sie umkamen. Arme Schweine. Verzeihen Sie den Ausdruck. Ich weiß, dass Dana sehr besorgt war, weil Leon fliehen musste. Nach dem Tod eines Wissenschaftlers. Herr Berger. Nur zu verständlich. Wie hätte er den Winter alleine im Gebirge in einem fremden Land überleben sollen? Ja, allerdings. Das ist genau die richtige Frage, Frau Walker. Diese Expedition zum Ursprung in Baltaya. Eine einzige Katastrophe war das. Das ist alles, was ich weiß. Können Sie mir sagen, was mit Dana passiert ist, nachdem sie für die Geburt im Sanatorium war? Ich muss gestehen, Miss Walker, ich hatte befürchtet, dass Sie einige der schmerzhaften Details hier übersehen würden, was eindeutig der Fall ist. Was meinen Sie? Ich denke, es ist das Beste, wenn wir bis zur Endstation in dieser Bahn sitzen bleiben. Ich weiß, das ist eine seltsame Bitte, aber Sie müssen das wirklich selbst sehen. Also ich... Bis dahin empfehle ich Ihnen, aus dem Fenster zu blicken. Glauben Sie mir, das lohnt sich. Okay. Unter Wasser schienen. Wie cool ist das denn? Ein Rad, ein Wasserrad. Ein Hybrid. Zug. Trampan. Hybrid-Tramp, das ist mal was Neues.
Tut mir leid, Miss Walker. Aber sie auf der Brücke zu verfolgen war anstrengender, als ich dachte. Schon in Ordnung. Ich kann warten. Ach, Unsinn. Ich weiß, wie sehr Sie darauf brennen, etwas über Dana zu erfahren. Also gehen Sie vor. Ich treffe Sie in Abschnitt O8. Dort hole ich Sie ein. Wir sollten uns nicht trennen. Können Sie mir nicht einfach sagen, was wir hier machen? Ich weiß, es wirkt grausam, dass ich in Rätseln spreche und so geheimnistuerisch bin wie eine verfluchte Wahrsagerin. Aber ich sage Ihnen, Sie müssen es selbst sehen. Ja, aber... Na gut. Wir können doch einfach zusammen darüber gehen. Und vergessen Sie nicht, Abschnitt O8. Ja, oder wir gehen zusammen. Dort treffe ich Sie. What? Hier ist es eisig kalt. Oh Mann, das ist wahrscheinlich der Fahrplan. Nee, die Schwäne nicht füttern. Brot versorgt schwere Knochenschäden und ist gesundheitsschädlich. Ja. Das stimmt. Haben wir hier noch was? Nö. Da ist der Fahrplan. Genau. Oh. Wie bringe ich mich nur immer wieder in so ein Schlamassel? Das dachte ich auch gerade. Diese Ruinen, die sehen aus, als wären sie aus dem Mittelalter oder so. Das Sanatorium? Ich meine, ich habe schon Sanatorien aus den 50ern gesehen, wo nichts mehr übrig ist, außer... eine Tür oder ein Kellerboden, den man nicht mehr als solches erkennt. Ganz schön unheimlich hier. Keine Angst, Kate Walker. Die Sonne geht unter und Sie sind allein an einem abgelegenen, verfallenen Ort. Statistisch gesehen ist es höchst unwahrscheinlich, dass Sie hier jemanden treffen. Egal, ob gut oder böse. Danke, Oscar, aber bitte tun Sie mir den Gefallen und hören Sie auf, mich zu trösten, ja? Wie Sie wünschen, Kate Walker. Düster. Das ist ein Friedhof. Friedhof? Jetzt nur noch ein Friedhof. Ganz schön unheimlich hier. Sieht aus wie... Oh mein Gott! Ja, sie hat's gemerkt. Das erinnert mich ein bisschen an Sherlock Holmes. Da war ich auch auf so einem Friedhof. Devil's Daughter. Was ist, Kate Walker? Das hier ist... Es ist ein Friedhof, Oscar. Ich glaube, Dana ist... Oh mein Gott, sie muss... Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse, Kate Walker. Sie sollten den Ort finden, den Colonel Blake erwähnte. Abschnitt O8. Ja, ich. Okay, gehen wir. Ein Friedhof. Oh mein Gott. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Leute auf dem Bild aussahen wie Dana und Leon. Unmöglich zu lesen. Als wir in den 80er waren. Abschnitt D. Die Inschrift ist verblasst. Super. Oh, hier ist es nicht. Ich muss woanders lang. Unmöglich, hier durchzukommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich guck mich hier nochmal ein bisschen um.
Auch wenn sie sagt, hier ist es nicht, ne? Abschnitt K. Eine Sackgasse. Ich muss umkehren. Dazu braucht man einen Schlüssel. Wirkt aber nicht sehr stabil. Darin bewahren die Totengräber wohl ihre Werkzeuge auf. Ja, ich brauche das mit Sicherheit. Dazu braucht man einen Schlüssel. Wirkt aber nicht sehr stabil. Aber ich kann nichts benutzen. Abschnitt G. Da kommen wir ja her. G, K oder was war das? Das hatten wir eben. Ich guck mir eh alles an. Unleserlich. Abschnitt P. Mhm. P ist ja schon mal in der Nähe von O. Ich erkenne einige der Namen hier. Sehr interessant. Aber ich sollte mich wieder ans Werk machen. Okay. Erkennen wir welche? Wahrscheinlich die Nachbarn, ne? Die was spenden? Die waren ja eh so reich. Die haben bestimmt auch für den Friedhof gespendet. Unmöglich zu lesen. Oh, hier ist es nicht. Ich muss woanders lang. Also da oben war P. Probieren wir doch mal hier gucken. Die haben die Totengräber wohl vergessen. Was? Das wirkt so alt. Dieser Ort muss Jahrhunderte alt sein. War hier nicht das Sanatorium? Die Inschrift ist verblasst. Unleserlich. Abschnitt O. Ah. Das ist er. Okay. Was? Anna, ach so. Nun, an einem besseren Ort. Ihr Kind! Oh nein! Oh nein. Hat sie noch mal ein Kind gekriegt? Mal raus damit. Was ist passiert? Im Sanatorium hatte sich Danas Gesundheitszustand verschlechtert. Ihre Hustenanfälle, die Schwangerschaft und der ganze Stress durch Leon und seine Flucht weit draußen in Baltajar. Es war einfach zu viel für sie. Die Ärzte mussten sie für die Geburt unter Narkose setzen. Es gab Komplikationen und als sie aufwachte... Ihre Eltern überbrachten ihr die schreckliche Nachricht,
Sie hatten das Mädchen schon bestattet. Warum haben die braunen Schatten Dana nicht verfolgt? Sie waren damals in Ostertal an der Macht, nicht wahr? Oh, das hätten sie irgendwann, glauben Sie mir. Und dann? Und danach? Wegen der Komplikationen bei der Geburt konnte Dana keine Kinder mehr bekommen. Was? Darum blieb sie noch ein paar Monate länger im Sanatorium. Sie war am Boden zerstört. Da bin ich mir nicht so sicher. So hat sie die Pogrome überlebt. Ja, aber sie war noch nicht in Sicherheit. Was ist danach geschehen? Dana hat alles verloren. Ihre Eltern, ihr Baby, Leon. Sie hätte wohl aufgegeben, wenn ich an jenem Tag nicht da gewesen wäre. Aber ich musste nach London. Damals wurde ich fast jedes Jahr zu allen möglichen Kunstveranstaltungen eingeladen. So konnte ich dem britischen Geheimdienst Bericht erstatten, ohne den Verdacht der braunen Schatten zu erwecken. Also nahm ich Dana mit, um sie vor ihnen zu retten. Auswärtiges Amt 1944. Dana blieb etwa 6 Jahre lang in London. Ich besorgte ihr eine Wohnung und eine Stelle bei meinem Arbeitgeber, dem Auswärtigen Amt. Sie hatte keine Familie, keine Freunde und praktisch kein eigenes Leben. Sie verbrachte jede Minute im Büro und kämpfte auf ihre Weise gegen die, die ihr alles genommen hatten. Sie wurde immer weiter befördert. Bald gehörte sie zu denjenigen, die für die Koordination aller Gruppen von Widerstandskämpfern in verschiedenen besetzten Ländern Europas verantwortlich waren. Also Dana, Konzentration. Die Admiralität will, dass wir anhand ihrer Berichte die feindlichen Einheiten auf der Karte identifizieren. Wow, okay. Das ist natürlich schade, dass sie jetzt keine Musikerin geworden ist, deswegen. Wow, wegen dem Krieg. Halleluja. Alles klar. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier dann auch einen Break. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.